starten wir das neue Jahr mit meiner üblichen Teeroutine und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum zweiten Vlog in diesem Jahr, zum ersten Vlog, wo ich mit euch in diesem Jahr zumindest spreche. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht einen Vorsatz für dieses Jahr genommen oder vielleicht irgendwie einen Wunsch, den ihr verfolgen wollt, eine Idee, die ihr umsetzen wollt, irgendein Ziel, sage ich mal, einfach so für dieses Jahr, wo ihr am Ende des Jahres dann nochmal rekapitulieren könnt, Mensch, habe ich das erreicht oder was braucht es noch, damit ich das vielleicht im nächsten Jahr erreiche? Denn ich finde es immer ganz gut, wenn man sich so ein paar Ziele setzt. Manchmal können es ja auch so Lebensziele sein, die man hat und wo man dann vielleicht in diesem Jahr so einen Step dafür tun kann, um das irgendwann zu erreichen. Nee. Bei mir war es vor vielen Jahren der Traum der eigenen Immobilie, den habe ich mir vor 3 Jahren erfüllt. Und das lässt sich ja nicht unbedingt immer innerhalb von einem Jahr realisieren, aber innerhalb von einem Jahr kann man ja zumindest etwas dafür tun. Wenngleich ich nicht dafür bekannt bin, dass ich großartig Neujahrsvorsätze mir selber mache. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr da so Neujahrsvorsätze? Ich bin eher so, dass ich unterjährig dann auch schon oder primär so auch im November, Dezember nochmal so rekapituliere, was will ich jetzt vielleicht nochmal angehen, nochmal irgendwie besser machen und das dann aber auch im neuen Jahr weiterführen. Ich finde es nämlich immer eher stressig, zum neuen Jahr mit neuen Vorsätzen zu starten, denn für mich und ich glaube auch für viele andere Menschen ist es irgendwie so, dass wenn man im neuen Jahr startet, also die ersten Januartage, man ist, finde ich, irgendwie immer so ein bisschen verloren, oder? Also man muss sich erst wieder finden in seiner Rolle, in seinem Ich. Also zumindest habe ich das irgendwie immer so ein bisschen, dass ich kurz so ein bisschen verloren bin und dann aber meinen Fokus irgendwie wieder so finde. Was irgendwie total komisch ist, weil am Ende des Tages hatten wir gestern war ja Silvester, gestern war noch das alte Jahr und heute ist es neu. Also im Grunde ist es nur das Morgen irgendwie, aber genauso wie wir ja immer so abgeschlossene Wochen auch irgendwie definieren, anstatt dass man einfach sagen könnte, so von Tag zu Tag. Also dadurch, dass wir das so clustern, ist es ja irgendwie auch so, egal, ich glaube, man kann mir gar nicht mehr folgen, ne? Ich rede Quatsch. Aber was so meine Ziele für dieses Jahr angeht oder Neujahrsvorsätze oder so Wünsche, eins auf jeden Fall ist, das habe ich Kevin auch vorhin gesagt, als er mich gefragt hat, ob ich denn irgendwelche Pläne, irgendwelche Neujahrsvorsätze habe. Und das Erste, was mir so durch den Kopf gegangen war, war eine gute Partnerin für ihn zu sein. Denn es ist mir einfach super wichtig, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben und da trägt jeder seinen Teil dazu bei. Und ich kann auf jeden Fall von meiner Seite aus dazu beitragen, dass er sich wohlfühlt, dass ich ihn unterstütze, ihn überrasche, Sachen mit ihm unternehme, Urlaub mache. Urlaub wird auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder ein großes Thema für mich sein. Vielleicht auch eher nochmal so ein paar kleinere Trips. Wir wollen auf jeden Fall nach London, das ist auch schon fest gebucht. Falls ihr also noch London-Tipps habt, dann lasst sie mich gerne wissen. Dann möchte ich aber dieses Jahr eigentlich auch gerne wieder einen großen Urlaub machen, beziehungsweise wir wollen auch dieses Jahr wieder einen großen Urlaub machen. Und dann ist es jetzt nur die Frage, haben wir entsprechend die Urlaubszeit dafür? Das eigentlich eher schon. Wir haben nämlich dieses Jahr so ein paar Urlaubstage, die wir brauchen für Hochzeiten, auf die wir eingeladen sind. Kevin für seine Tattoo-Termine, die er weiter verfolgen möchte, um sein Bein vielleicht dieses Jahr sogar fertig zu kriegen. Aber vor allem ist es, glaube ich, eher so ein finanzieller Punkt, ob wir uns den Urlaub, den wir machen können, dann leisten können. Genau, aber das ist auf jeden Fall so ein Thema. Also so alles so um Kevin ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Part, weil das auch für mich immer so, Kevin ist so meine totale Stabilität und meine Stütze, wenn es mir schlecht geht. So wie jetzt die Weihnachtsfeiertage oder so dieses Jahresende, da war ich mir doch ja, etwas bedrückt und melancholisch und dann ist er immer eine große Unterstützung und das möchte ich natürlich auch immer gerne zurückgeben. Ansonsten möchte ich gerne, so wie die letzten Wochen auch schon angefangen, bei meiner Sportroutine bleiben. Ich habe die so ein bisschen umgestellt. Ich habe ja sonst immer gerne morgens Sport gemacht und zwar irgendwie so jeden Morgen so ein bisschen. Und das
hat sich dann aber irgendwann, also ich habe das irgendwie nicht mehr so richtig hinkriegt, ich habe nicht mehr so den Elan gefunden. Ich bin prinzipiell eher jemand, der gerne morgens den Sport macht, aber ich schaffe es morgens momentan nicht, mich aufzuraffen, beziehungsweise ich genieße es momentan halt auch einfach morgens zusammen mit Kevin die Zeit zum Frühstücken zu verbringen, anstatt dass ich halt im Sportzimmer bin, im Sportzimmer, in unserem dritten Zimmer, wo ich gelegentlich Sport mache. Und deshalb mache ich das momentan abends und wir machen das auch teilweise zusammen abends. Also wir machen nicht gleich eine Übung, aber wir machen dann quasi so, dass wir sagen so, komm, lass uns jetzt Sport machen, Kevin macht dann seine Sachen, ich mache meine Sachen. Und das ist schon mal etwas, was irgendwie besser sich zumindest erstmal anfühlt und irgendwie besser reinpasst. Und dass ich auch nicht nur jeden Tag Sport mache, sondern vielleicht eher so 2-3 Mal die Woche. Ich bin auch momentan jemand, der nicht Massensport macht. Also da muss jeder auch so seinen Weg finden, was in den Alltag passt oder halt auch entsprechend zu den Zielen passt, die man damit verfolgen möchte. Aber mein Ziel wäre, 3-mal die Woche Sport zu machen und dann vielleicht immer so eine halbe Stunde. Viele machen mehr Zeit. Wichtig ist immer, dass man es durchhält und dass man deshalb die Ansprüche an sich selbst erstmal nicht zu hoch stellt. Ich bewege mich gerne, ich mache gerne Sport, aber trotzdem habe auch ich immer manchmal so diesen inneren Schweinehund irgendwie dahinter. Aber das ist auf jeden Fall das, was mir wichtig ist. Und was ich euch da auch nur als Tipp geben kann, wenn ihr auch mehr Sport machen wollt, dann macht das für euch konkret. Weil nur zu sagen, ich möchte mehr Sport machen, ist ja dann nicht definiert, wie häufig ist denn das dann jetzt an der Stelle. Und ein Ziel zu verfolgen, ist einfacher, wenn man sich das konkretisiert. Deshalb ist es für mich dieses, ich möchte es schaffen, 3-mal, also ich sage mal 2-3 Mal, aber eigentlich möchte ich es schaffen, 3-mal die Woche eine halbe Stunde Sport zu machen. Und dann kann ich klar sagen, habe ich geschafft oder habe ich nicht geschafft? Und wenn ich es nicht geschafft habe, kann ich reflektieren, ist das jetzt schlecht, dass ich es nicht geschafft habe? Kann ich irgendwas verbessern? Oder reicht es vielleicht auch für mich vom Gefühl, wenn ich 2-mal die Woche eine halbe Stunde gemacht habe? Bei mir geht es beim Sportmachen um Fitness, um Beweglichkeit. Ich sehe das bei meiner Mutter, die sich zu wenig bewegt, die sich viel mehr bewegen müsste, um irgendwie fit zu sein. Und das möchte ich nicht. Ich möchte fit sein und möchte da mit gutem Beispiel einfach vorangehen und mich halt auch fit fühlen. Ich finde, wenn man Sport macht, man fühlt sich auch einfach immer irgendwie viel besser. Auch von der Psyche her. Also weil Endorphine freigeschüttet werden und man ein gutes Körpergefühl bekommt. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Habe ich sonst noch einen Vorsatz oder einen Wunsch für dieses Jahr? Auf jeden Fall hier auf YouTube weiter mit euch wachsen. Also letztes Jahr sind wir auch wieder ein deutliches Stück gewachsen. Auch dafür nochmal ganz herzlichen Dank für ein traumhaftes Jahr 2023 mit euch und für euer vieles Feedback. Prinzipiell ist mein Vorhaben für dieses Jahr weiter an der Struktur, wie wir sie jetzt zuletzt hatten, festzuhalten. Das heißt, dienstags kommt ein wöchentlicher Vlog. Sonntags kommt 7-Day-7-Outfit-Video und freitags kommt auch ein Video. Ich bin mir nicht sicher, gerade im ersten Halbjahr, weil relativ viel da auch, sage ich mal, an privaten Projekten, was so neben der Arbeit stattfinden. Also schöne Projekte mit Freunden, wie meine Freundin, die heiratet, wo ich die Trauzeugin bin und mir auch ganz viele Gedanken mache, also auch wenn die Planung eher bei ihr liegt, bin ich da irgendwie trotzdem irgendwie so voll so vom Kopf her einfach irgendwie mit dabei und werde ja auch an der einen oder anderen Stelle mit organisieren oder unterstützen und bin dann auch ein bisschen zeitlich da an der Stelle gebunden. Deshalb seht es mir nach, falls es mal Videos gibt, die leider ausfallen müssen. Ich werde mal mein Bestes geben, weil ich einfach so viel Freude daran habe, sie für euch zu filmen und auch zu schneiden. Das ist einfach meine große Leidenschaft. Trotzdem braucht man auch für Leidenschaft Zeit und deshalb ja, werde ich mein Bestes für euch geben und habt Geduld mit mir, wenn da irgendwas doch dann nicht so klappen sollte, wie ich mir das vorstelle. Dann kommt das nächste Video einfach ein paar Tage später wieder. Und worauf ich mich auch freue, ist dieses Jahr mit Kooperationspartnern weiterzuarbeiten, mit denen ich im letzten Jahr gearbeitet habe. Vielleicht auch neue Kooperationspartner für uns zu entdecken, die gut so uns passen würden, gut zu mir passen würden. Und wenn sie gut zu mir passen und ihr mir folgt, dann passen sie vielleicht auch gut zu euch, ist immer so meine Annahme. Und ja, da gibt es ja so ein paar Marken, Shops oder so, mit denen, wo ich selber gerne shoppe. Und das sind immer meine liebsten Kooperationspartner, weil es immer, ja, Authentizität ist einfach das Allerwichtigste da für mich. Und vor allem, es muss immer um Qualität gehen. Und das ist eine hervorragende Überleitung. Denn im heutigen Video haben wir auch wieder einen Kooperationspartner, der uns unterstützt.
Und zwar ist es heute nochmal Armed Angels. Ich habe mir Anfang Dezember bzw. im November schon ein paar Stücke aussuchen dürfen. Und ich habe auch heute keine neuen Stücke für euch mitgebracht. Ich wollte euch einfach meine kurze Review zu den Stücken geben, die ich jetzt bekommen hatte und die ich getragen hatte. Und werde euch ein paar Outfits einblenden, wie ich die Stücke kombiniert habe. Denn bis übermorgen gilt noch mein 15% Rabattcode. Und dann könnt ihr da nochmal gucken, ob euch vielleicht noch was gefällt, was ihr mit dem schönen Rabattcode shoppen wollt. Dann würde ich sagen, mein Schwarztee ist jetzt gut durchgezogen. Dann kann ich den direkt hier lassen. Wenn ich ihn mit am Platz nehme, dann ist es so, dass ich sehr gerne den Untersetzer benutze. Das schöne Set. Aber da ich das Ganze auch nur von Hand abtrockne, bin ich jetzt auch nicht böse drum, dass ich das hier direkt in die Spüle stelle, auskühlen und abtropfen lasse und dann nachher nur das Sieb abwasche. Auch eine Routine, die ich dieses Jahr definitiv beibehalten möchte, ist, meinen Tee aus diesem wunderschönen Teeset zu trinken. Ich liebe es ja auch einfach, wenn der Teebecher zum Outfit passt, ne? Also kann ich ja nur ganz ehrlich zugeben, dass ich feiere diesen Teebecher. Aber um den soll es jetzt nicht gehen, den stelle ich mal kurz hier auf meiner Laterne ab. Es soll um diesen schönen Pullover gehen. Wenn ihr mir schon seit Anfang Dezember folgt, dann habt ihr dieses Stück auf jeden Fall mindestens jede Woche gesehen und meistens sogar mehrfach. Das ist der Merino-Wolle-Pullover. Der ist aus so einem dünneren Stoff, aber blickdicht, also quasi dick genug, dass er blickdicht ist, aber dünn genug, dass man den perfekt drunter ziehen kann unter einen Blazer. Oder ich habe zum Beispiel an Tagen, wo es kalt war, so dass ich meinen Daunenmantel anhatte, aber dann keinen dicken Pullover drunter ziehen wollte, habe ich den zum Beispiel auch super gerne drunter getragen. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von neutralen Pieces, schlichten Schnitten. Also was Peppiges mag ich auch immer gerne, aber so 90% von meinem Kleiderschrank sind einfach diese Stücke, die man dann so unfassbar vielfältig auch kombinieren kann. Ich trage den am liebsten reingesteckt in eine schicke Hose, wie gesagt auch mal mit Blazer drüber, Mantel drüber, aber dass man das quasi vorne sehen kann, wenn der Mantel offen steht. Man kann das toll kombinieren mit einer dicken Kette, um hier nochmal so ein bisschen Interesse mit reinzubringen. Und ich liebe diesen Sitz. Ich habe den in Größe XL genommen. L ist meine normale Größe und XL nehme ich immer, wenn ich so ein bisschen lockerer sitzen haben möchte, und der ist absolut perfekt. Ich habe den, glaube ich, zweimal schon gewaschen. Prinzipiell versuche ich Woll- und Kaschmirstücke immer eher seltener zu waschen, weil die sich einfach deutlich besser halten, wenn sie nicht so häufig gewaschen werden. Und Wolle und Kaschmir müssen auch nicht so häufig gewaschen werden, weil die eine selbstreinigende Funktion haben. Das heißt, einfach zum Auslüften auf die Loggia wie bei uns oder auf dem Balkon oder irgendwie so an die frische Luft hängen, das ist immer das Beste, was man mit solchen Stücken machen kann. Von Zeit zu Zeit auch waschen natürlich. Dann am besten mit einem richtigen Kaschmir- oder Wollwaschmittel oder auch, habe ich von euch ja auch noch als Tipp bekommen, mit Babyshampoo zum Beispiel. Denn diese Fasern bestehen ja aus tierischen Proteinen und da ist es besser, wenn die mit einem richtigen Waschmittel, was dafür vorgesehen ist, genutzt werden. Und was ich auch immer wieder empfehlen kann, ich hatte hier bei dem Pullover zum Beispiel nicht direkt von Anfang an, eher so jetzt so tatsächlich noch zweimal waschen oder so, oder habe ich es vorher vielleicht auch noch nicht gesehen, hatte ich so leichtes Pilling unter den Achseln, weil das natürlich so eine Stelle ist, die öfter aneinander reibt. Und dafür ist es immer gut, wenn man einen guten Fusselrasierer im Kleiderschrank hat. Ich verlinke euch mal den ich unten nutze, weil dadurch erhöht ihr natürlich auch die Langlebigkeit von den Stücken. Und Armed Angels ist ja sowieso eine Marke, die sich darauf spezialisiert hat, nachhaltiger zu sein als andere. Die versucht, den Fokus darauf zu legen, wenig Abfallprodukt zu generieren, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen und halt auch recycelte Materialien zum Beispiel zu verwenden. Das ist denen super, super wichtig, und solche Stücke, aber natürlich auch solche Stücke von anderen Marken, kann man immer möglichst langlebig lassen. Nee, das ist jetzt komisch formuliert, aber man erhöht die Langlebigkeit von seinen Stücken, unabhängig jetzt von der Marke, wenn man sie halt ordentlich pflegt, das heißt richtig wäscht, mit einem Fusselrasierer ab und an mal rübergeht, bügelt, gut im Schrank verstaut, luftig lässt, dann hat man lange was von den Stücken. Und ja, das hier ist so mein absolut, also überhaupt mal im Winter, auf den Winter gesehen, glaube ich, das Stück, was ich absolut am allermeisten getragen habe.
Und dann gibt es noch ein Stück, das man nicht so richtig viel gesehen hat, glaube ich, weil ich es meistens runtergetragen habe. Und zwar ist es das T-Shirt von denen. Ich überlege gerade, ziehe ich das jetzt mal. Ich ziehe das mal kurz an, dann könnt ihr das nochmal getragen sehen. Moment, let's get naked. So, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Designer von Armed Angels, der für die T-Shirts aus der Herrenabteilung zuständig ist. Also ich kann euch das grundsätzlich sehr empfehlen, wenn ihr Probleme habt, gute T-Shirts zu finden. Also insbesondere, wenn ihr wie ich auch eher so Basic-T-Shirt-Träger seid, dann ist das echt so ein perfektes T-Shirt. Weil das sitzt leicht locker an einem Oberarm. Das sitzt auch von der Länge her überm Ellbogen, aber auch jetzt nicht direkt hier oben. Ich habe nämlich bei vielen T-Shirts von anderen Marken immer so das Problem, dass in der Damenabteilung die T-Shirts dann hier oben so enden und ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, auf jeden Fall habe ich das ja festgestellt, dass Herren-T-Shirts meistens irgendwie besser sitzen, wenn man so einen lockeren Fit haben möchte. Und selbst Damen-T-Shirts, die oversized sitzen, sollen manchmal einfach nicht, zumindest nicht so sitzen, wie ich sie haben will. Und das hier ist echt so das perfekte Basic-T-Shirt, will ich damit eigentlich nur sagen. Kevin durfte es auch noch nicht wirklich tragen, weil ich habe es eigentlich die ganze Zeit getragen, wo das war in der Wäsche. Es kommt jetzt auch gerade aus der Wäsche und deshalb ist es, man sieht gar nicht, dass es ungebügelt ist, ne? Weil dadurch, dass ich das T-Shirt momentan viel drunter getragen habe unter Pullovern, habe ich es dann ehrlicherweise auch nicht mehr gebügelt irgendwann. Aber man kann es halt auch, wie man sehen kann, perfekt jetzt so im Sommer, ne? Wenn man irgendwie rausgehen will, so einen schick legeren Look, dann hat man hier so eine schicke Hose an, die ist von Reese übrigens. Ist leider schon 2 Jahre alt, die gibt es also nicht mehr. Aber dann darauf einfach ein schlechtes Basic-T-Shirt kombinieren mit Schmuck. Schmuck macht so viel aus. Kann man das toll kombinieren, aber halt auch so zum Drunterziehen. Also ja, das brauche ich auf jeden Fall auch nochmal in weiß und vielleicht kaufen wir dann auch einfach nochmal eins für Kevin, damit er auch was von diesem schönen T-Shirt hat. Ja, genau. Und dann habe ich noch 2 Cardigans. Da ziehe ich den einen vielleicht auch einfach nochmal kurz an und dann soll es auch gewesen sein. Den Cardigan habe ich in diesem wunderschönen Schokobraun und ich freue mich schon so aufs Frühjahr, wenn ich den zusammen mit meiner Bottega Veneta Tasche trage, den Adidas Sambas und vielleicht brauche ich einfach auch noch meine braune Hose, dann könnte ich so einen kompletten Schokolook draus machen, aber es ist so ein richtig schöner Schokobraunton. Bei denen übrigens auch nochmal, das habe ich seinerzeit schon erzählt, als ich euch die Stücke das erste Mal gezeigt habe, aber steht in der Materialbeschreibung, dass das 100% Wolle ist. Und Wolle, dachte ich immer, ist halt immer kratzig, aber die ist nicht kratzig. Die ist jetzt nicht kuschelig weich wie Kaschmir oder wie Merino-Wolle, aber sie ist halt einfach fest. Es ist ein leicht dickerer Cardigan, der ist unwahrscheinlich schön wärm, dadurch, dass der aus Wolle ist und halt nicht nur aus Baumwolle. Wolle ist halt einfach nochmal ein viel wärmeres Material. Und er ist insofern kuschelig, als dass er halt nicht kratzig ist und so schön dick ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch noch ein T-Shirt drunter trägt, dann kann man da so richtig schön sich so reinmummeln. Aber das vielleicht auch nochmal, weil ich bin ja sonst auch eher jemand, der so kratzempfindlich ist und der ein oder andere, es ist ja meistens so, dass man bei Wolle eher kratzempfindlich ist und die ist halt hier total unempfindlich. Ich habe die Cardigans meistens getragen, indem ich die halt vorne auch so ein bisschen reingesteckt habe. Die Größe, die ich im Braun gewählt habe, ist XL. Die ist eigentlich noch ein bisschen besser als die XXL in Schwarz, aber den gab es dann leider nicht mehr in XL, aber ich wollte unbedingt den Cardigan noch in Schwarz haben, weil ich den so schön finde zu kombinieren. Den schwarzen Cardigan habe ich auch schon mal offen getragen, weil meistens bin ich der Typ, der Cardigans auch eher so geschlossen trägt, so diese dicken, also quasi eher so als Pulli-Ersatz. Und dadurch, dass der Ausschnitt hier so tief runter geht, kann man halt perfekt auch mal mit einer Kette arbeiten. Idealerweise wäre jetzt hier sogar eine Kette, die dünner ist und so ein bisschen länger runter geht, vielleicht sogar noch besser, aber so eine habe ich momentan noch nicht. Dann wäre das hier noch so ein bisschen schöner ausgekleidet. Genau, auf jeden Fall ein sehr schönes, warmes Stück. Hier, wie gesagt, auch noch in Schwarz. Da habe ich den in Größe XL. Der sitzt trotzdem super, aber ich hätte jetzt so gesagt, dass XL noch ein bisschen besser sitzt. Genau. Rabattcode ist Steffi Solbach 15. Damit bekommt ihr bis übermorgen noch 15% Rabatt. Also übermorgen ab heute gesehen, wenn das Video live geht. Nicht von mir heute gesehen, wo ich diesen Teil filme, sondern wenn das Video live geht, bekommt ihr 15% Rabatt. Falls ihr also noch ein paar Basic-Teile in eurem Kleiderschrank aufstocken wollt,
dann meine große Empfehlung, der Merino-Wolle-Pullover, der dünne vom Anfang und das T-Shirt. Die beiden auch richtig cool, aber die anderen beiden definitiv richtig großes Highlight auf jeden Fall. Und damit werde ich es mir jetzt hier richtig schön gemütlich machen mit meinem Teechen und mein Buch zu Ende lesen. Ich lese hier gerade von Nele Neuhaus in Ewiger Freundschaft. Da bin ich in den letzten Zügen vom Buch. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das andere Buch auf meinem E-Reader dann bei Scope ausleihen kann. Da habe ich noch so eine 2 Monate Probemitgliedschaft bekommen. Den E-Reader hatte ich auf einmal mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und habe bisher noch kein Buch drauf gelesen, weil ich halt immer noch die beiden physischen Bücher ausgeliehen hatte und ich die jetzt unbedingt noch zu Ende lesen wollte. Aber ich freue mich jetzt richtig, auf meinem E-Reader loszulegen. Und bin schon sehr gespannt auf die Experience an der Stelle. Ich habe auch noch ein physisches Buch liegen von Sebastian Fitzek, Die Therapie. Das war ja sein erstes Buch und das soll sehr gut sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal gelesen habe. Von daher mal schauen an der Stelle. Ja, ansonsten, was steht heute noch an? Den letzten freien Tag entspannt noch ausklingen lassen. Nachher gibt es bei uns noch Käse-Lauchsuppe. Die hatten wir ja vorgestern schon gekocht und gegessen. Kevin liest auch gleich sein Buch. Und dann geht's morgen wieder mit der Arbeit los. Ich bin ja schon seit 12 Uhr hier, sagt sie. Das eine, das habe ich. Ja, das mit diesem, dass dieser Standard zählt. Nicht dieser lange, mit diesem Express. Ja. Mhm. Ich sage, oh ja, das ist sehr gut. Wobei das und, mit dem Express schon länger da ist. Ja, und dann sagt sie so, ja, das ist ja schon seit gestern hier. So, alles klar. Cool. Und dann sagt sie, ja, das andere, ja, das habe ich auch. Und dann, Habe ich das schon hingesehen, meinen Ausweis? Und sie Dingsbums da, ja, dann guckt sie erstmal wegen Vollmacht. Ah ja, das ist okay. Ja, guckt sie das andere. Ja, das ist auch okay. Dann habe ich den Namen auch richtig ausgefüllt. Und ich glaube, okay. Ja, dann hat sie. Wer hätte mal einen richtig einen Schuss bekommen, dass sie was falsch gemacht hat? Ja, weil sie schon. Ja. 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 Welches Paket soll ich zuerst auspacken? Das große, das mittlere oder das kleine? Oh, von Oma. Weißt du, welches das ist? Ja, das weiß ich. Ich hab's ja abgeholt. Da steht es schon. Die Sachen sind irgendwie nie in ihrem Täschchen drin. Ist das groß genug, dass ich es so ummachen kann? Ah, hier, guck mal. In voller Länge. Ich kann das dann so wie du machen, dass es nur so leicht so ausguckt. Jetzt sieht man es gar nicht. Gar nicht? Ich kann es dann so auch gar nicht. So kann ich machen. Okay, zu dem Oberschein passt sie wieder Knicker mit, weil ich es auch nicht so, ich versteck das mal, warte. So. Okay. Ah, oder? So, siehst du es jetzt? Sieht jetzt nicht gut aus. Okay. Aber so. Ah, komm, hier kann ich sehen. Ja, doch, aber guck mal, so sieht man es jetzt nicht. Aber wenn ich mich dann so vormache, dann siehst du es. Guten Tag. Aber so auf einem T-Shirt oder so sieht man das. Oder ich könnte auch so machen. Ich kann das auch so über der Bluse so. Okay. Jetzt mal blau aus. Okay. Okay, ich muss das. Ah, ich könnte aber. Ah, ich könnte. Wo ist denn der Verschluss? Hier so kann ich zum Beispiel abmachen. Ich könnte ja so mit rausgucken. Oder so mit reinstecken. Nicht nur mein Fall. Okay, wie ist das jetzt? Das hier? Okay. Wow, delicious. Delicious. Ich kann ja diese Probierdinger dann. Die kleinen Mäumchen.
Klappe da dran. Ah, wie süß! Sind die verpackt? Oh, guck mal. Oh, wie süß! Oh, ist das nicht voll süß? Oh, die sehen so niedlich aus. Was steht denn jetzt, dass die zuckerfrei sind? Hä? Nee, das ist nicht. Doch, Zuckerpreiskonzentrat. Sag ich doch. Aber warum steht das nicht vorne drauf? Ah, vielleicht haben die gleichen Flaschen verwendet für die Verpackung. Vielleicht steht das nur bei den großen Flaschen drauf. Oh, guck mal, hier sind auch noch. Rezepte. Oh, guck mal. Ist jetzt eine neue Sorte bei? Hm? Sind das jetzt neue Sorten oder? Nicht direkt. Also die Sorten gibt es schon, aber bisher gab es die noch nicht in zuckerfrei. Und gerade White Mocha und Haselnuss oder Schokomocha. Die drei Sorten habe ich auch schon mal nach. Ich habe heute zuckerfrei Red Bull. War nicht so mein Ding. Okay. Ja. Also prinzipiell finde ich das halt voll geil, weil ich trinke die so viel. Dann ist es natürlich gut, wenn ich die zukünftig alle zuckerfrei trinken kann. Bisher gab es halt nur Vanille und Karamell zuckerfrei. Boom! Oh, guck mal hier, so eine Klappe. Oh. Ist ja wie Weihnachten heute. Ja. Pakete, Pakete. Oh, sind die schön. Oh, sind die weich. Oh mein Gott, sind die weich. Oh, sind die weich. Oh, sind die schön. Oh, sind die schön. Oh, guck mal. Oh, sind die weich. Oh, ist das Leder weich. Oh, guck mal, wie schön die sind. Nämlich jetzt Zugröße 44 schmal, weil man bei denen eine Nummer größer nehmen muss, weil die ja hier jetzt direkt zu sind. Das hatte ich ja im Store mal anprobiert. Sonst habe ich ja 43 schmal und hier habe ich 44 schmal. Und wie findest du meine neuen Schälchen, die du mir gezaubert hast? Das fällt mir doch glatt. Da fällt dir doch glatt das Messer runter. Oh. Ja, mega geil. Oh, sind die schön weich. Die sehen auch so toll aus. Man kann die halt anfangen in den Müll. Ja, die haben dann zwei wintergute Dienste verbracht und jetzt haben sie ausgedient. Ja, die haben ihr dickes Fell verloren. Mega, guck dir diese Schuhe an. Ja, die sind krass. Boom. Aber die sind nicht krasser als meine. Doch? Nein. Du hast sie mir geschenkt, deshalb sind sie krasser. Krass. Krass, krasser haben krasse Schuhe. Sag mal, mein Mädchen. Bist du satt? War das eine gute Portion? Ja, auf jeden Fall, ja. Schön. Schön. Ich habe mir heute zum Mittag wieder mein Lunch Burrito gemacht, allerdings heute mal mit dem Dürüm-Teig. Den habe ich auch vorher in der Pfanne ohne Öl so ein bisschen angeröstet und bin jetzt sehr gespannt, wie das schmeckt. Da ist wieder Rührei drin mit den Gewürzen, Sambal Oleg und Kräutermarmelade und dann schön zusammengefaltet, sodass nichts rausfällt. Friday, beziehungsweise Wochenende. Und ich habe gerade beschlossen, dass während Kevin jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fährt, ich auch ein bisschen Sport mache. Und zwar, glaube ich, Hanteltraining. Kann ich mich einmal kurz umziehen. Und vielleicht mache ich ja neben dem Hanteltraining sogar
Vielleicht danach nochmal Beine oder Bauch, aber wenigstens das Hanteltraining will ich machen und dafür ziehe ich mich immer um. Und dann gibt es heute Abend entweder wieder Wraps oder Salat und vor allem die letzte Folge Seven vs. Wild. Wir haben uns jetzt entschlossen, es auf Amazon Prime zu gucken. Und ja, hatten die letzten Abende schon jeweils einen geguckt. Gestern hatte ich bei mir auf der Arbeit Jahresauftakt, deshalb ging das da nicht. Und heute gucken wir dann die letzte Folge. Sehr, sehr, sehr spannend. Und irgendwas wollte ich eben eigentlich noch sagen. Habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ja, dann wird es wohl nicht so richtig gewesen sein, ne? Ich habe eben unser Abendessen zubereitet. Es gibt heute einen Salat, unseren Juwelensalat, und bin gerade davor, ich glaube, es ist die letzte Folge von The Crown zu gucken. Ja, Staffelfinale und Serienfinale, bin ich schon sehr gespannt drauf und warte darauf, dass Kevin wieder auch wieder, dass ich hingelegt habe, war gleich ein bisschen kaputt gewesen. Und ich überlege, ob ich mir jetzt noch einen Eiskaffee mache, weil ich ein bisschen Hunger habe und auch Durst. Habe ich ihn aber eben gehört. Vielleicht trinke ich einfach irgendwas. Ich habe gerade irgendwie nicht nur Lust, Wasser zu trinken. Also meistens bin ich sehr für Wasser zu haben. Und jetzt hätte ich gerne irgendwas anderes. Vielleicht nehme ich nochmal hier, da habe ich immer noch ein bisschen Lust für mich. Mach mir was mit Geschmack. Geschmackes. Es ist heute echt glatt, muss ich sagen. Also auch wenn ich meine dicken Sohlen anhab und überall so leicht Schnee liegt. Manchmal sind hier so Stellen, die so matschig sind. Und ich habe immer irgendwie so eine Angst vorm Wegrutschen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich 2014 damals einen Fahrradunfall hatte, wo ich so richtig weggerutscht bin und mir die Hüfte angebrochen hatte. Ja, auf jeden Fall bin ich in der Stadt, wie man sehen kann, richtig schön eingemummelt, habe meine Handschuhe mit Touch dabei, deshalb konnte ich Kevin gerade perfekt noch eine Nachricht schreiben, also große Empfehlung, ich habe es euch ja in meiner Wintercapsule Wardrobe auch sehr ans Herz gelegt, ich verlinke euch das Video unten nochmal, dann müsste ich nämlich auch solche Handschuhe verlinkt haben, meine sind von Röckel und die sind schon mehrere Jahre alt, aber die haben immer wieder sowas im Angebot, was ich nämlich total schön finde, ist, dass man nicht auf den Komfort eines schönen Lederhandschuhs verzichten muss, sondern dass man auch Lederhandschuhe mit solchen Touch bekommt. Richtig cool. Ich habe die selber mal geschenkt bekommen. Genau, heute ist ein Mädelstag oder ein Mädelsvormittag auf jeden Fall. Und ich habe jetzt eigentlich noch genug Zeit. Wir treffen uns in der Hafen City, deshalb überlege ich, ob ich mir da gleich noch einen Kaffee raussuche und noch schön eine heiße Schokolade trinke oder ein Latte Macchiato zum Beispiel. Ja, muss ich gleich mal gucken, wie ich da am besten rüberkomme. Kevin war nach vorhin aufgestanden, als ich losgegangen war. Sehen sich dann heute Nachmittag wieder. Wir müssten eigentlich auch noch einkaufen. Mal davon aus, dass er uns alleine einkaufen geht, weil das macht er eigentlich mal nicht so gerne. Deshalb werden wir wahrscheinlich nachher noch zusammen einkaufen gehen. Alles hier immer doppelt gucken, ne? Das Kapuze schränkt das Sichtfeld doch ein wenig ein. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Wärme von meinem Look. Der Daunenmantel ist immer absolut perfekt für dieses Wetter, vor allem auch, weil es teilweise ja am Schneien ist. Dann fängt er den Schnee so ein bisschen ab. Ich bin fraschen, ob ich einen Regenschirm mitnehmen möchte, aber das reicht dann
fällig aus. So, ich glaube, ich muss mal wieder Karte gucken. Hier sind wir bei den Deichtorhalden. Ich meine, ich muss mich jetzt vielleicht rechts halten. Ich habe mir gerade noch bei Gauest Tierist, die anscheinend auch Costa Kaffee haben, da wäre mein Arbeitskollege jetzt ganz herrlich auf mich, habe ich mir noch einen Latte Macchiato geholt mit Vanille diesmal. Ich bin sonst eigentlich immer traditionell mit Karamell unterwegs. Aber weil ich bei dem Kaffeekonzentrat festgestellt habe, der ich Vanille mag, habe ich gedacht, ich probiere heute auch mal einen Vanillezusatz. Karamell Macchiato ist, glaube ich, einfach irgendwie so Klassiker auch so vom Sagen her. Und dann habe ich jetzt noch so eine Viertelstunde, um den zu genießen, und dann müssen die anderen auch da sein. Es sei denn, es ist schon jemand da. Schauen wir gleich mal. Und ich hoffe, ich kann gleich auch irgendwo noch mal ums Eck. Ich war zwar in der Bücherhalle auch noch mal ums Eck gegangen. Das muss ich da sagen, finde ich mal sehr angenehm, dass die da eine Toilette haben. Wenn man dann schon so ein bisschen unterwegs ist, ne? Und ja, das ist einfach so süß. Ich bin hier total selten. Ich war eben noch mal kurz bei anderen Aquarien. Da kriegt man ja allerlei italienische Köstlichkeiten. Ich habe schon überlegt, ob ich nachher was mitnehme, aber auf den ersten Blick hatte ich jetzt auch nicht direkt was gesehen. Aber es ist auf jeden Fall mal lecker, da vor Ort zu essen. Also falls ihr... Ah, da. Da sind wir. Falls ihr, oh, da sind sie auch schon. Falls ihr, jetzt muss ich das beenden, jetzt bin ich hier. Falls ihr mal in der Hauptstadt seid, bei Adraco kann man sehr gut essen. Jetzt gefrühstückt und haben auch schon das Mittag-Abendessen vorbereitet. Da gibt es nachher Lasagne, wobei nicht mit Lasagneplatten, sondern ich habe quasi die Bolognese mit den Nudeln schon mit der Bolognese zusammen gekocht und jetzt ist das Ganze im Ofen, aber quasi zur Bereitung, so wie unsere Lasagne die letzten Male, weil die einfach so unglaublich lecker ist. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich wollte euch noch mal kurz was zeigen. Und zwar habe ich von Monika Winneder ja zum Beispiel auch noch diesen Korda-Huggy. Und man kann schon erkennen, dass der hier so schwarz geworden ist. Und das darf normalerweise nicht sein. Und ich hatte den Kundenservice jetzt per WhatsApp kontaktiert. Und ich kann echt noch mal ein großes Shoutout zu diesem Kundenservice geben. Egal, was ich da in der Vergangenheit hatte, die helfen immer sehr schnell. Die sind irgendwie, also zumindest während der Öffnungszeiten, jetzt am Wochenende haben die keinen Service, aber ich glaube so zwischen Montag und Freitagabend irgendwie, also Montag früh und Freitagabend sind die erreichbar und kümmern sich immer richtig toll, auch wenn man zum Beispiel, hatte ich jetzt ja auch, kriegte ich auf einmal halt hier eine E-Mail, dass mein eines Paket im Zollfisch steckt, obwohl die anderen beiden durchgegangen waren. Das hat auch keinen besonderen Grund. Ich vermute, das sind so Stichproben. Und dann muss man einmal die Rechnung einreichen. Selbst wie ich, die einen Voucher benutzt hat und quasi eine Nullrechnung hatte, konnte einfach diese E-Mail mit davon weiterleiten und das hochladen. Das war alles unkompliziert. Man musste es halt einfach machen, aber das hat halt einfach was mit dem, ja, mit dem Zoll halt zu tun. Und das hat nichts dann mit Monika Winneder zu tun, sondern beziehungsweise, was ich sagen will, ist, wenn ihr in Großbritannien einkauft, seit dem Brexit jetzt, dann könnt ihr euch auf den Webseiten oder im Zweifel bei deren Kundenservice immer informieren, ob die Stores, bei denen ihr da kauft, ob die die ganze Zolldeklaration schon haben. Und das hatte ich zum Beispiel auch mit dem Becher, den ich mir gekauft hatte von Doppiocciotto und halt auch bei Monika Winneter ist es so, dass die das schon alles übernehmen. Trotzdem kann das sein, dass es vom Zoll aufgehalten wird und ihr quasi die Rechnung einmal einreichen müsst. Aber da keine Angst davor. Ich weiß, liebe Ilka, der eine oder andere bestellt nicht so gerne. Vor allem nicht, wenn sowas dann passieren kann. Aber das ist alles halb so wild. Und dann ist die Kette am Ende des Tages, bei mir war es die Kette, die hängen geblieben war, auch einfach ganz normal zugestellt worden. Das muss halt einfach nur quasi einmal gemacht werden. Und genau, und jetzt wollte ich darauf hinaus. Genau, da hatte ich auch mit dem Kundenservice mich Kontakt gehabt. Und jetzt hatte ich die ja kontaktiert, weil ich wissen wollte, kann ich das hier irgendwie sauber kriegen. Ich habe schon Verschiedenes ausprobiert, also unter anderem Silberputztuch,
mal so irgendwie drüber reiben, ist das einfach nur quasi Dreck oder so. Geht aber nicht weg. Und dann hat der Kundenservice aber sofort geantwortet und hat gesagt, nee, also sowas soll nicht passieren. Von wann der Kauf ist. In dem Fall war das ein Huggy, den meine Mama mir mal mitbestellt hatte. Das heißt, es lief gar nicht über meine E-Mail-Adresse, sondern meine Mutter hatte sich was bestellt und das lief über ihre E-Mail-Adresse. War aber auch kein Problem. Sie fragten, über welche E-Mail-Adresse ist denn dieser Kauf gelaufen? Und dann habe ich die ihnen genannt und dann konnten die mir, ohne dass ich Mama jetzt irgendwie noch mit behelligen musste, konnten die mir hierfür jetzt das organisieren, dass ich das jetzt zurückschicken darf, kostenlos. Also ich habe hier wie so ein Retourenlabel quasi bekommen und den Huggy habe ich vor, ich glaube, ungefähr 2 Jahren gekauft. Und werde den jetzt entweder 1:1 ersetzt bekommen oder aber ich hatte gefragt, ob ich den auch tauschen kann gegen die Sirenen-Huggies, diese schlichten, weil die haben dieses leicht schwärzliche auch in dem kleinen Stift. Das sieht man aber nicht. Das ist für mich auch abgehakt, aber auch die könnte ich jetzt tauschen lassen. Das mache ich erstmal jetzt nicht, aber deshalb habe ich auf jeden Fall gefragt, weil ich glaube, dass das hier bei diesem gedrehten vielleicht eher nochmal passieren kann, obwohl es nicht passieren soll. Ob ich die gegen diese Rennhuggies austauschen kann. Da sagten sie, das geht nicht. Also sie könnten mir dann den Voucher zur Verfügung stellen, dann kann ich das selber nochmal nachbestellen. Richtig, richtig toll. Also ich bin schwer begeistert. Ich bin da quasi, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mit denen zusammenarbeite, sondern das ist quasi deren ganz klassischer Kundenservice. Ja, wollte ich nochmal teilhaben lassen, falls ihr mit einem der Pieces, die ihr vielleicht in der Vergangenheit mal gekauft habt, auch irgendwie ein Problem habt, wendet euch immer per WhatsApp an den Kundenservice. Die antworten schnell, sind super hilfsbereit und ja. Nicht so wie manch anderer Kundenservice, den wir kennen, ne? Weil ich glaube, ich auch keinen Namen nenne, aber es gibt ja leider auch Kundenservice, die sind nicht so gut. Und hier bin ich echt begeistert. Das mache ich jetzt das Paket einmal fertig und dann läuft es auch diese, ja, nennen wir es Retour, Austausch via DHL Express. Ich bin jetzt gespannt, wie der weitere Prozess ist und wie lange das dann letztendlich alles so dauert. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich muss erstmal gucken, dass ich das jetzt zu DHL Express bekomme. Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Man bucht eigentlich direkt eine Abholung mit. Der kam dann auch direkt am gleichen Tag, wie ich es angegeben hatte. Da hatte ich den Ausdruck aber noch nicht, weil wir haben hier keinen Drucker zu Hause. Und dann musste ich den erstmal wieder wegschicken. Deshalb kann ich nur empfehlen, wenn ihr keinen Drucker zu Hause habt, überlegt euch den Abholungstag so, dass ihr das in der Zwischenzeit ausgedruckt haben könnt. Falls ihr einen Drucker zu Hause habt und Retourenlabels ausdrucken könnt, dann ja, könnt ihr den für den gleichen Tag bestellen. Weil der war also ich hatte das morgens beim Frühstück dagegen alles fertig gemacht und nachmittags kam der dann. Und ich dachte so, nee, da ist wohl was schief gelaufen. Ja, und da ich ja hier von den letzten Lieferungen noch die Kartons hatte, das ist jetzt auch ein perfekter Moment. Originalverpackung habe ich jetzt auch gerade zugeschickt bekommen. Kann ich also problemlos zurückschicken. Ja, das wollte ich euch nur mal teilhaben lassen, weil das ja auch ein wichtiger Part ist. Und ich finde es richtig krass, dass die 5 Jahre Garantie halt echt so gelebt werden. Also ich wüsste mal nicht so, dass ich... Ja, die Lasagne ist fertig. Ich wüsste mal nicht so, dass ich mir darunter vorstellen soll, dass ich 5 Jahre Garantie habe. Aber wenn ich jetzt nach 2 Jahren einfach einen Ohrring komplett tauschen kann, ist das schon ziemlich cool. Ich glaube, du musst noch ein bisschen verlängern, wir noch mal 10 Minuten. Ja. Und Winter Wonderland da draußen. Wollen wir denn gleich lesen? Okay. Ich will nur noch das Paket fertig einpacken. Okay. Und was hast du gemacht? Nix. Weißt du, was im iPad gemacht? Okay. Hab dich erwischt. Okay. Einmal hier auch ganz viel kuscheln. Okay. Einmal ganz viel kuscheln. Okay. Dann komm. Aber erst mal geht einfach. Okay. Das hier ist jetzt die fertige Lasagne, aber es sind halt, das sieht man hier, so eine Nudel, die hier rausguckt. Alles normale Dinkelnudeln, die hatte ich vorhin mit der Bolognese direkt zusammen aufgekocht, damit die Nudeln halt nicht quasi mit Wasser gefüllt werden, sondern schon mit der Flüssigkeit, mit der Tomaten-Bolognese-Soße von der Bolognese-Soße. Und dann habe ich aber
die Creme und den Käse noch drüber verteilt. Und wie schön das jetzt durchgezogen ist. Kommt jetzt auch mal in die Mikrowelle zum Aufwärmen und dann lassen wir uns die schmecken. Ich wollte zum Ende von diesem Vlog nochmal so ein bisschen was von den letzten Tagen erzählen, weil ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so viel jetzt am Wochenende gevloggt habe. Ich war nämlich irgendwie echt K.O. von der ersten Woche. Die fand ich sehr anstrengend, aber auch irgendwie wie erwartet. Ich finde so, die erste Januarwoche ist immer, ja, ich habe das, glaube ich, im letzten Vlog schon gesagt, immer muss irgendwie erstmal wieder reinkommen. Und jetzt ist heute so traumhaftes Wetter. Es ist einfach so schön mit dem Schnee und der Sonne. Oh, herrlich. Deshalb dachte ich, ich setze mich hier nochmal kurz mit euch hin. Ja, ich habe auch schon mein erstes kurzes Feedback vielleicht zum Tolino, falls euch das interessiert. Ich habe jetzt die ersten zwei Bücher auf dem Tolino gelesen und das hat mir richtig gut gefallen. Ich finde es manchmal noch so ein bisschen ungewohnt, weil der Tolino so ein bisschen schwerer ist, glaube ich, als manches Buch, bilde ich mir zumindest ein. Aber was ich zum Beispiel total gut fand, war, als ich Samstagmorgen aufgewacht war, war ich so ein bisschen, also ich habe das morgens, ich bin irgendwie ein totaler Frühaufsteher und ich habe das ganz häufig, dass ich dann so richtig wach bin, dann gehen mir tausend Sachen durch den Kopf. Dann kann ich auch erstmal nicht wieder so richtig einschlafen. Und dann hilft es mir zum Beispiel, wenn ich dann erstmal was mache. Und dann kann ich danach aber nochmal irgendwie eine Stunde oder zwei schlafen. Und jetzt mit dem Tolino ist es so, dass der ja diesen Nachtmodus auch hat und das ja beleuchtet ist, anders als ein Buch das wäre. Und dann habe ich dann morgens so ein paar Seiten in meinem Buch gelesen. Und dann habe ich danach nochmal geschlafen. Und das war richtig gut. Und was ich sonst zwischendurch manchmal mache, ist, dass ich dann irgendwie am Handy bin. Aber das reibt mich irgendwie eher auf, weil das den Kopf auch ganz anders zum Nachdenken anregt. Gerade wenn ich dann zum Beispiel einen Kommentar lese oder eine Nachricht irgendwie öffne und stehen da irgendwie Fragen drin. Und das ist viel komplexer, als wenn ich einfach nur mein Buch lese. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und jetzt gerade bin ich dabei, dieses Angebot auszutesten von Scope. Man hat ja, wenn man bei Thalia so ein Tolino kauft, 30 Tage oder bei mir waren das jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Sonderangebot war, 60 Tage, dass man diese, so ein bisschen wie, ja, es ist Kindle Unlimited von Amazon, dass man quasi Zugriff auf eine große Auswahl an Büchern hat. Wobei ich sagen muss, große Auswahl sei so ein bisschen dahingestellt, weil die ersten Bücher, die ich dann da suchen wollte, um sie zu lesen, die waren halt nicht da. Zum Beispiel von Neda Neuhaus möchte ich jetzt unbedingt noch lesen, das Buch Monster. Das ist das neueste aus der Reihe, die ich jetzt gelesen hatte. Das ist das Einzige, was mir fehlt. In den Bücherhallen ist es überall ausgeliehen. Als E-Book ist es noch nicht erhältlich bei der Bücherhalle. Und bei Scope ist Neda Neuhaus irgendwie gar nicht vertreten. Also von daher scheint das eher begrenzt zu sein. Ich glaube, ich werde das Gratisangebot danach nicht weiter fortführen, weil dann ist es mir mit 13 Euro oder 12 Euro pro Monat einfach zu teuer. Und mein Arbeitskollege sagte auch, dass es sich dann eher lohnt, mal ab und zu ein Buch zu kaufen, wenn die im Angebot sind. Da kann man gut mit so Listen arbeiten. Wunschlisten, ich bin ja eine erfahrene Wunschlistenschreiberin. Und ich muss mal kurz, glaube ich, den Arm wechseln. Ich hoffe, mein Finger ist jetzt nicht davor. ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und jetzt lese ich gerade auf Empfehlung von meinem Kollegen, weil ich gefragt hatte, ob er mit mir fantasymäßig, noch was empfehlen kann. Und dann hatte er mir Schoolomance empfohlen. Das ist so eine Trilogie. Da habe ich das erste Buch jetzt durch. Und am Anfang dachte ich, oh nee, ich glaube, da höre ich wieder auf, weil das die Zielgruppe, würde ich sagen, ist schon eher so Richtung Teenager gehend. Und auch so von der Sprache halt einfach irgendwie so her. Und dann so mit der Zeit, muss ich aber sagen, habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt. Und mit der Zeit war es dann auch nicht mehr so krass irgendwie so wie am Anfang. Jetzt fand ich es eigentlich ganz gut. Ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwie was ist, was ich als jugendliche Steffi mich noch mehr identifiziert hätte. Trotzdem bin ich jetzt auch gespannt zu sehen, wie es weitergeht. Ja, und ansonsten, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann hattet ihr das schon gesehen, war am Samstag Brautkleidernprobe. Nicht von mir, aber ich bin ja Trauzeugin von meiner besten Freundin.
Und wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag da. Sie hatte sich True Society rausgesucht. Sie hatte, ich glaube, sie hatte es ein bisschen gegoogelt. Ihr war wichtig, dass das Brautkleid aus Hamburg kommt. Und war dann auch nach Google-Bewertungen gegangen. Und so wie das für mich jetzt so klingt, ist es, glaube ich, ein Laden, den es jetzt zumindest noch nicht so Ewigkeiten gibt. Weil als wir am Ende bezahlt hatten, wir haben ein Kleid gefunden, hatte uns die Star-Managerin halt auch nochmal gebeten, hat gesagt, Mensch, hey, wir würden uns total freuen, wenn ihr jetzt noch eine Google-Bewertung da lasst, es hilft uns ungemein. Und ich hatte jetzt auf Instagram schon mal einen Post gemacht. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Brautkleid seid, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da auch mal einen Termin zu machen. Zumindest also vom Preisbudget her geht es so bei 1,5 bei denen los. Aber also wenn man so zwischen 1,5 und 2.000 Euro für ein Brautkleid ausgeben möchte, ist man da sehr gut aufgehoben. Und die haben auch, ich weiß nicht, sie sagte, sie sprach von Haute Couture. Also ich weiß nicht, ob die richtige Haute Couture Kleider da haben, aber sie sagte, sie haben halt auch so richtige Brautmodendesigner, so ab 3.500 Euro. Also die haben da auf jeden Fall traumhaft schöne Kleider, sehr wertige Kleider. Ja, der ganze Store, ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein, ist super ästhetisch aufgebaut. Fühlte ich mich total zu Hause in dem ganzen Beige und Weiß. Die Kabinen waren richtig schön aufgebaut. Wir hatten das Glück, dass wir ganz hinten die Kabine hatten. Da war wohl auch der Bereich mit den Kleidern so ab 1.500 Euro, weil beim Eingangsbereich ist so dieser hochpreisige Part, der dann auch so bei 3.500 Euro aufwärts liegen kann anscheinend. Da haben wir uns gar kein Kleid angeguckt oder anprobiert. Und dann hatten wir die liebe Kati, die uns an dem Tag begleitet hat. So ein Termin geht 1,5 Stunden. Wir haben doch deutlich, glaube ich, überzogen. Wir waren, glaube ich, bei 2 oder 2,5 Stunden. Aber die Zeit hat sie sich auch genommen. Sie hat überhaupt nicht geeilt, sondern hat sich die Zeit genommen. Das war total toll. Und ist sehr schön so auf die Wünsche von meiner Freundin eingegangen. Wir waren insgesamt 5, inklusive Braut quasi. Und alle durften auch so ein bisschen mitgucken, wenngleich wir auch versucht haben, uns ein bisschen zurückzuhalten. Weil einerseits ist natürlich schön und wichtig, dass man der Braut halt sagt, oh, das Kleid sieht toll aus oder das vielleicht nicht so. Aber am Ende des Tages ist es halt erstmal wichtig, dass man als Braut, also dass sie als Braut ja ein Gefühl dafür kriegt, mag ich das Kleid, fühlt sich das gut an, weil das ist im ersten Step und sagte sie auch, halt erstmal total überwältigend, ne? Man kriegt einen Heiratsantrag und wenn so das Thema Hochzeit so ein Lebenstraum ist, und man davon schon voll lange träumt zu heiraten und jetzt geht's an das Kleid. Und dann hat man auf einmal so ein Brautkleid an, dann ist das, glaube ich, schon ein ziemlich krasser Moment. Und wenn dann von außen gleich kommt, nee, also das nicht oder, oh ja, das ist so toll und das ist so toll, das will man irgendwie, glaube ich, erstmal gar nicht hören. Und das hat sie, glaube ich, aber auch ganz gut gemacht, die Kati, die Verkäuferin, Beraterin, die uns da begleitet hat, dass der Vorhang immer relativ lange noch zugeblieben ist. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass meine Freundin das Kleid schon anhatte und eine Zeit lang anhatte. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man nicht sagt, okay, Kleid an, dann Vorhang direkt auf, damit man das Kleid erstmal so auf sich wirken lassen kann. Meine Freundin hatte auch schon Schuhe bestellt. Wir haben auch schon den Brautschuh. Das, glaube ich, ist auch eine gute Sache, falls jemand von euch schon geheiratet hat oder Trauzeugin war, könnt ihr mir mal beschreiben, wie ihr das erlebt habt. Aber auf jeden Fall fand ich es total hilfreich. Und meine Freundin denke ich auch, dass man den Schuh schon anhatte, dass man mal so, weil dann kommt man mehr so ins Feeling, als wenn man irgendeinen Schuh anzieht und kann auch von der Farbe her schon mal gucken. Meine Freundin hat sich mega Schuhe ausgesucht. Aber ich werde nichts verraten, ne? Das ist ihre Hochzeit. Und ich werde euch nur hier an dem teilhaben lassen, was nicht ihrs ist, weil das ist ihr Moment. Und ja, von da hatten wir dann einen richtig tollen Tag. Wir bekamen am Anfang auch direkt was zu trinken angeboten. Später, als das Kleid gefunden war, gab es noch ein Säckchen. Wir durften ganz viele Fotos machen und ich hatte noch ein paar Videoaufnahmen gemacht, dass man das Kleid nochmal so in Motion sehen kann. Weil das Kleid wird sie jetzt ja so schnell nicht wieder anziehen. Das muss ja jetzt erstmal bestellt werden. Das wird auch per Express bestellt. Das bietet der Laden an. Deshalb dauert das jetzt so ungefähr 2,5 Monate statt 4 bis 8.
Dafür zahlt man einen kleinen Aufpreis. Und dann ja, hat man irgendwie so lange nichts in der Hand. Ne? Und ich finde, ein Foto ist das eine, aber was ich halt auch wieder immer wieder bei meinen Videos halt merke, es ist halt doch was anderes, wenn man ein Outfit getragen in Motion sieht. Also wenn es nicht nur ein Foto ist, sondern halt ein Video. Genau, dann ist sie da jetzt erstmal gut versorgt und kann sich das mal wieder angucken. Und danach waren wir noch bei Andronaco essen, der ist da direkt um die Ecke in der Hafen City gewesen. Und dann haben wir da mittags noch eine Pizza gegessen und noch einen Limoncello-Spritz getrunken, der uns ehrlicherweise erstmal ziemlich zu Kopf gestiegen ist, weil wir hatten den Sekt dann in Toast. Dann sind wir zu Andronaco, dann haben wir uns den Cocktail oder Long Drink, ist es ja eher, geholt und hatten dann immer noch nichts gegessen. Und dann, man merkte auch halt, wie so diese Anspannung abfiel, ne? Weil es ist aufregend und spannend und toll und voller Emotionen und schön und auch findet man ein Kleid, findet man kein Kleid und ja, und dann der Alkohol, aber die Pizza, glaube ich, hat dann eine ganz gute Basis wieder reingebracht. Ja, das war auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes und ich freue mich jetzt sehr, wie es weitergeht. Bald steht, diese Woche klärt sich jetzt ganz final der Hochzeitstermin. Und ich wollte euch nochmal fragen, falls ihr geheiratet habt und Braut wart, würde mich sehr interessieren, was für euch total irgendwie wichtig war. Irgendwie in der Vorbereitung, bei der Hochzeit selber und vielleicht auch so, wo ihr gesagt habt, Mensch, das war total toll, dass meine Trauzeugin daran gedacht hat, dass sie das gemacht hat, dass sie da dabei war, dass sie da war. Weil ich möchte einfach die bestmögliche Trauzeugin für meine beste Freundin sein, die sie haben kann. Und deshalb freue ich mich über jegliche Tipps, wie ich das erreichen kann. Und habe auch schon ganz viele Ideen, oder was heißt so ganz viele Ideen? Also ich habe auf jeden Fall auch schon so meine Ideen. Und aber auch andersrum, falls ihr schon in der Situation wart, dass ihr Trauzeuge wart, dann lasst mich unbedingt mal wissen, ja, was eure Aufgaben waren, was ihr so gemacht habt. Ich denke, das ist auch immer so ein bisschen individuell, weil es Bräute gibt, die gerne viel alleine organisieren und die Trauzeugin ist eher so Sparringspartner. Ich würde sagen, so ist das vielfach auch bei uns jetzt. Aber auch das ist immer so ein ganz wichtiger Pakt, dass man sich irgendwie nochmal so rückversichern kann und sich halt mit jemandem austauschen kann und so darüber freuen kann, glaube ich einfach. Ja, ich glaube auch am Hochzeitstag selber so, ja. Ja, also da würden mich eure Gedankengänge auf jeden Fall sehr zu interessieren. Und ich bin schon fleißig dabei, mir auch mal ganz viel so aufzuschreiben und zu überlegen. Ja, das war so das Wochenende. Das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat eine gute Länge für euch gehabt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Denkt nochmal dran, ich habe nämlich den ersten Videoteil jetzt schon fertig geschnitten, dass übermorgen der Aunt Angels Rabattcode ausläuft. Also falls ihr noch was für eure Capsule Wardrobe haben wollt, noch ein schönes Basic, dann ja, findet ihr die Stücke unten und den Rabattcode SteffiSilber15 könnt ihr dann gerne drauf anwenden, um noch ein bisschen was zu sparen. Und ansonsten sehen wir uns am Freitag wieder zu Best and Worst Käufer aus dem letzten Jahr. Wir machen wieder die alljährliche Review. Was war letztes Jahr gut? Was war nicht gut? Freitag 18 Uhr. Stellt euch einen Timer. Seid pünktlich mit dabei. Und ja, in dem Sinne, ich genieße jetzt noch ein paar Sonnenstrahlen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.